Ich liebe Burger. Das ist der Beste. Du brauchst ein paar geröstete Zwiebeln. Da seht ihr sie auch schon und natürlich mache ich sie auf meiner Plansche. Ihr könnt es natürlich auch auf einer Auflegeplansche machen oder in einer Pfanne auf eurem Grill. Das ist euch überlassen. So, nachdem die Zwiebeln erstmal so ein bisschen angeknuspert wurden, kommen sie zur Seite und die Brötchen kommen ab auf die Pfanne. Da seht ihr jetzt die Zwiebeln, da sind die Brötchen und etwas Bacon darf auch nicht fehlen. Alles wird besser mit Bacon. So ist es, so wird es gemacht. Und ein Burger ohne Bacon ist kein Burger. So, dann schaut ihr euch mal die Brötchen an, wenn die super knusprig von unten aussehen, so wie dieses, runter vom Grill. Und dann kommt das Hackfleisch auch schon drauf. Ich mache jetzt einen Smash-Burger. Ich liebe es einfach, weil das Fleisch schön dünn ist, nicht so mega fett beim Abbeißen. Ja, darauf stehe ich einfach nicht. Meine Familie feiert die Dinger auch. Es macht einfach viel Spaß, das Fleisch zu verdrücken. So, deswegen machen wir das doch nur. Ich wende das Fleisch einmal nur, dann wird es gewürzt, hier mit Salz und Pfeffer von Big Mike Food. Und dann kommt auch schon Käse auf jedes dieser Fleischleibchen drauf. Während der Käse zerläuft, kann ich mir schon mal die Brötchen mit etwas Ketchup garnieren. Ja, einen ordentlichen Klecks drauf, darf nicht gespart werden damit. Und dann kommt es auch schon zum Finale, das Stapeln. So, zack, eins und zwei Scheiben oben drüber. Das ist natürlich für einen Burger nur gedacht. Langsam und vorsichtig draufschieben auf das Brötchen. Dann kommen die leckeren gerösteten Zwiebeln obendrauf. Und wir haben ja auch noch unseren leckeren, krossen Bacon in der Ecke rumliegen. Wo ist er? Da ist er ja. Wunderbar. So, da kommt natürlich auch eine ordentliche Ladung auf den Burger drauf. Dann, weil ich es liebe, noch so ein Gewürzgürkchenscheibchen und etwas von meiner Burgersoße. So, die ist super lecker. Da zeige ich euch demnächst das Rezept schon. Und dann Deckel drauf und genießen. Wer kann dazu schon Nein sagen?